Bing Bong. Kommen zurück zu Minecraft Data Sandwich. Letzte Folge haben wir Dinge gemacht. Jan? Was? Ja, tut mir leid, ich bin abgelenkt. Da steht jemand. Ach man. Oh. Kommt der daher? Aus dem Portal ganz frisch. Was du nicht weißt, ist, dass ich auch gerade gezoomt habe, nur halt mit Optifine statt dem Teleskop. Wie geht's denn so, Monsieur? Aus welchem Land kommen Sie? Aus dem Landgrundgrund. Ja, aus den. Ich wollte Niederlande sagen, aber es hört sich irgendwie racist an. Nee, es ist ein Fakt, dass es die Niederlande sind. Ich meine, es heißt im Englischen Nether. Und ja, die Niederlande sind im Englischen Netherlands. Ja. Ja, okay. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Und was ist denn gerade aufgefallen? Wir haben ja letzte Folge oder so Walters Gehege zerstört, fuck, zusammengesetzt. Zerstört, ja. Was ist es denn dabei aufgefallen? Mir ist aufgefallen, dass wir das zusammengesetzt haben letzte Folge oder so. Ja, ja, das haben wir, glaube ich. Yeah. Worauf ist jetzt hinaus? Das hab ich ja schon gesagt. Auf, fängst du an zu fliegen. Ich möchte hier vorne etwas hinpacken. Etwas von hoher Wichtigkeit. Wäre das mit einem Mischpult und einer Stereoanlage? Wie soll ich irgendwas davon darstellen? Wie wär's mit fucking Musicboxen? Die wir wortwörtlich im Spiel existent haben. Okay, fair. Jedoch habe ich eine andere Idee. Wir haben auch genug Diamanten dafür. Ne, nicht Diamanten, das war Redstone. Was, wenn? Aber DJ Walter! Was, wenn wir das, Dragon Egg hier hinpacken? Irgendwie. Es klingt nach einer Idee, aber gleichzeitig, warum zum Fick steht das bei Walter? Walter wohnt hier. Ja, er beschützt es. Nee, er wohnt hier, oder willst du mir jetzt sagen, wir haben es fürs Ei gebaut? Nee, aber sein Bett und alles kommt auch noch hier rein. Ja, aber wer will denn bitte seine Arbeit zu Hause haben? Okay, Bro, YouTuber vielleicht, aber. Ja, fucking Walter. Walter ist kein YouTuber. Minjung, ich mach Spriting und so recht aktiv. Das ist auch Arbeit, das habe ich auch permanent mit. Nee, ja, aber das ist Hobbyarbeit, nicht. Na, es soll zu Arbeit werden. Soll werden. Ja. Wo hast du das eigentlich hin? Was? Das Dragon Egg. Keine Ahnung, irgendwo ist das schon. Irgendwo zu Hause. Bruh. Tim! Es ist nicht in Dekor. Es ist nicht in Never. Warum sollte das in Nether sein? I don't fucking know. Miscellaneous Items? Das ist auch nicht. Endstuff, da. Wow! Ich hab gerade vergessen, was die Kiste hatten. Und die hast du gemacht. Echt? Ich hab nichts an den Kisten beigetragen. Joa. Und du vergisst diesen Scheiß halt als wär's normal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt jemanden wie Juzzle nicht mehr einladen dürfen. Zu dieser Welt. Okay. Zumindest nicht, wenn wir dem, wenn wir das Ente-Ei da behalten wollen. Juzzle kann sehr mischievous sein. Ich bezweifle sowieso, dass wir generell irgendwie hierhin einladen werden. Also. Walter will kuscheln. Das W in ja. Walter steht für kuscheln. Das W in Walter steht für ich bring dich um, Junge. Was? Wusstest du nicht, dass Walter ein Serial Killer ist? Er ist unser Bürgermeister, ein DJ-Serial Killer und Beschützer des Dracheneis.
Bro, was ist die Lore, die du jetzt für ihn established hast? Hab ich doch gerade erzählt. Was ist das für ein... Ha? Huh? Du musst wissen, Walter ist sehr talentiert. Sehr talentiert daran, Leute umzubringen? Damn. Ja, das sowieso. So, Ich finde, wir sollten Enderperlen in Endstuff umverlagern. Weil Mobdrops Kiste wird sowieso voll mit jedem möglichen Scheiß sein. Ja, aber. Nee. Oh. Okay. Es ist. Warte mal kurz, ich pausiere mal. Wow, ich bin zurück und Jan steht auf meinem Bett. Ich habe keine Ahnung, was ich eben noch sagen wollte, aber ich erzähle jetzt, dass ich was über Sonic Superstars erzählen will. Erstmal vor, ich weiß nicht mehr wie vielen Tagen, 2-3 oder so, wurde ein Gameplay-Trailer oder generell ein Trailer für Sonic Superstars rausgehauen. Und das ist ein neues Sonic-Spiel, quasi Classic Sonic The Hedgehog 5 oder so. Mhm. Und scheinbar, jetzt die Info, die ich dazu droppen will, hat jeder Chaos Emerald, den man da sammelt, eine eigene Fähigkeit. Mhm. Mit dem blauen kannst du wohl Wasserfälle hochklettern. Das hört sich sehr sick an. Ja. Und mein Mund war gerade sehr kalt, holy shit. Meiner ist auch sehr kalt. Ich habe mir nämlich gerade eine eisgekühlte Paulaner Spezige aus dem Kühlschrank geholt. Ich esse Eis. Meine Paulaner spät, sie kommt aus der Flasche. Ja, nicht, ich schere deine Rüstung ab. Um es jetzt zu droppen. So. Ich will bald ein Bett bauen. Wie genau denkst du, sollten wir das machen? Egg. Egg? Ich würde ja fast sagen, ein größerer Raum, damit wir ihm Double King-Sized Bed einstellen können, aber. Ja. Bett. Das ist aber nur King-Size. Nee, mach hier noch eine. Genau. Dum, 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 dum. Da, da, dum. Guck mich nicht so an, es musste sein. Selbst Walter war enttäuscht. Und er hat nicht mal die Möglichkeit, enttäuscht zu sein. Das ist eine KI. Nicht mal. Oder zählt das als KI heutzutage? Nein. Nein, es ist eine künstliche Intelligenz, die einem bestimmten Weg folgt. Hey. Also ich will nicht einfach nur irgendwelche Wolle auf den Boden klatschen und sagen, hey, das ist jetzt das Bett. Aber die letzte Zeit bin ich gerade am Eis essen und habe nicht die geringste Lust, irgendetwas zu überlegen. Dann schläft Walter halt vorerst auf dem Boden. Moment, ich brauch kurz Treppen. Mir ist auf jeden Fall was eingefallen, was ich bei ihm noch einstellen könnte, wenn wir sowas haben. Was denn? Rosenbüsche. Ja, das ist ganz interessant. Warum versuche ich gerade aus Holz Stämmen Treppen zu machen? Das ist eine sehr gute Frage. Warum haben wir keinen Woodcutter? Weil es sowas in Minecraft nicht gibt. Wozu braucht man so etwas? Wait, hatten wir nicht oben Rosenbusch? Weiß ich nicht. Knochen. Ich glaube, wir hatten oben in unserem Botanikraum einen Rosenbusch. Ja, hatten wir mehrere. So, ich habe jetzt eine Outline gemacht, die meinem Vorschlag. Ich sollte unser Haus mal fertig machen. Flügel verleiht.
Das, was da ist vom Haus, ist sick, aber das, was nicht da ist vom Haus, ist nicht sick. Na. Ich sollte auch vielleicht Erde und Holz mitnehmen, wenn ich Blumenkasten bauen will. Keine Sorge, Holz habe ich. Fichte und Eiche. Okay. Ich baue trotzdem schon die Trapdoors. Na dann. So just in case, you know. Jetzt hab ich Ohrwurm. Fick dich. Sorry. Ich weiß nicht mal, was das war. Es war irgendwas Mario Galaxy. Und das war ein Zombie. So. Galaxy oder so? Nee. Was hältst du von so einer Art Bett? Das ist ein sehr großes Bett und ich würde da auch einfach nur die Wolle mit ausfüllen. Ja, aber... Es sieht schon mal besser aus, ja. Ja. Nur halt würde ich das in dem Fall nicht vielleicht nicht aus Holz machen, aber... Nee, definitiv ja. Nicht aus Holz. Das wäre dann für Walter so ein geiles Lauf- und dann Platschbett, weißt du? Du läufst nach vorne um und dann fällst du nach vorne um. Du läufst nach vorne um. Du stellst dich hier rauf und dann läufst du um, so platsch. Weißt du? Ich glaube, ich will vier großen Bescheid. Aber ja, das ist eine recht gute Idee sogar. Lass mich noch mal denselben Weg zurücklaufen, so wie ich es jede Folge 50 Mal mache. Ich habe vorhin gesehen, als ich die letzten beiden Folgen hochgeladen habe, ne? Ich bin so oft hin und her gelaufen, dass zwei der vorgeschlagenen Thumbnails war genau derselbe Frame, bloß hatte ich ein anderes Tool in der Hand. Die werden von verschiedenen Prozentzahlen der Zeit genommen und das heißt nicht unbedingt, dass du so viel gelaufen bist, sondern einfach nur, dass du zur selben Zeit gelaufen bist, zu den jeweiligen Prozentzahlen. Ich laufe sehr viel hin und her, das weißt du. Weil ich nehme immer nur eine Sache mit und dann, okay, lass dich mal zwei Schritte weiterdenken und dann wieder keinen Schritt weiterdenken und dann nochmal denselben Weg fünfmal laufen. Weil ich gefühlt Demenz habe, was das angeht. Wie wär's mit meiner, mit meiner Version davon? Ich gehe runter, schau mir die Wand an, denk mir so, ich brauche dafür bestimmt Deep Slate, dann gehe ich hoch, frag dich, was ich wollte, geh nochmal runter. Mir fällt wieder ein, dass ich Deep Slate wollte, gehe ich nach oben, guck nach, sehe, dass wir keinen Deep Slate mehr haben. Oder dass du ihn hast, keine Ahnung. Geh runter, um Deep Slate zu farmen. Geh dann Wasserfahrstuhl runter. Weiß nicht mehr, was ich wollte, guck mir wieder die Wand an und dann geht's von vorne los. Why my dementia doesn't affect me as a person? By me. Ja, ernsthaft. Ich glaube, das größte Problem dabei ist, dass wir zwischendurch noch reden. Ja. Reden und nachdenken ist schwierig. Besonders, weil wir etwas spielen, wo wir eigentlich nur drüber nachdenken, was wir jetzt als nächstes bauen. Und nicht, hey, lass mal kurz die und die Sachen machen, wo wir einfach Brain AFK rumlaufen können. Warum hast du gerade... Links-Rechts-Kombo. Ich kombo deine... Und jetzt voll die Fresse! Rechts weg. Bam, jetzt bam, voll die bam, Fresse! Bam. Gib den Uppercuts abwechselnd in deinen jeweils linken und rechten Hoden. Da hast du gerade Uppercut in den Hoden gesagt? Ja. Aua. Aber nur einen. Nur einen mit Mal und dann der andere abwechselnd. Aua. Du würdest dir wünschen, du wärst kastriert worden. Ich wünsche mir das ja jetzt schon. Das funktioniert so nicht. Aua. So, also auf die Seite kommt ein Bett. Was machen wir auf die andere Seite? Weil Walter hat... Stereoanlage! Die könnten wir... Noch ist DJ Walter nicht vom Tisch. Ich meine, wir hätten hier noch eine Wand frei. Das könnten wir neben das Bett packen sogar.
Okay. Ich mache uns mal eine Jukebox. Wie hat man Noteblocks mal so an sich gemacht? Redstone in der Mitte und dann eine Kiste drumherum. Okay. Wenn es um OG-Crafting-Rezepte geht, ne? Ich bin dein Mann. Oder deine Maus, je nachdem. Gay? Gay, großes Fragezeichen? Nein. Okay. Angsthase. Pfeffernase. Morgen kommt der Osterhase. Wäh. Ich hab schon mal einen Diamond, ich hätte mir vielleicht auch Redstone rausnehmen sollen. Für einen Diamond? Jukebox. Oh. Brauchst du noch ein Mischpult dazu? Lass mich mal die Akazie aufwenden. Na dann. Mir hat sich heute eine Wunde am Arm aufgetan. So groß wie... Keine Ahnung, als hätte ich da... Bleistift den ganzen durchgeschoben oder so. Also von der Breite her. What? Hat auch kräftig geblutet, aber war halt nicht tief. Das war halt nur gerade so, dass es anfangen kann zu bluten. Ah. Weißt du? Aber es ist trotzdem komisch, dass die einfach so aufgetaut ist. Aus dem Nichts. Ich schätze mal, dass ich irgendwo gekratzt oder so. Ja, Frage stellt sich, woran soll ich mich an kratzen, während ich auf meinem Stuhl sitze? Weil ich habe kurz vorher meine Switch angemacht und weil ich so einen komischen Tick habe, dass ich mir, dass ich alles ansehen muss, was random in mein Sichtfeld kommt, was sich bewegt. Ja, ich bin ein Idiot, ich hab Blöcke vergessen. Ha, habe ich dann also auch auf meinen Arm geguckt, weil der sich halt bewegt hat. Und da habe ich halt aktiv gesehen, da ist nix. Stehe ich auf, so 20 Minuten später, plötzlich ist da diese Wunde, weißt du? Ja. Das war leicht scary, muss ich sagen. Bro, ich hab's irgendwie geschafft, mir an der Jacke, ich weiß nicht mal wo und wie an der Jacke, aber ich habe mich an meiner Jacke, vermutlich jedenfalls, geschnitten. Ich habe jetzt soliden 5 cm langen Kratzer an meinem Arm, der so aussieht, als wenn mich meine Katze gekratzt hätte. Unterschied ist nur, deine Jacke hat auch sowas wie einen Reißverschluss dran, im Normalfall zumindest, an dem man sich zum Beispiel kratzen könnte. Nur, ja. Und ich habe hier quasi gar nichts, woran man sich kratzen könnte oder so eine bleistiftbreite Wunde aufreißen kann. Dies möge der Fall sein. Weizen gleich in die Foodkiste oder erstmal hier lagern? Ich mach ihn ja voll. Ha? Wenn du kannst, lager sie da. Also hier beim Feld? Ja. Okay. Ich möchte übrigens mal anmerken, dass ich es sehr löblich finde, dass wahrscheinlich Christian Whiteheads immer wieder alte Charakter aus der Sonic-Historie zurückbringt. Okay. Ja? Fällt dir ein, auf was für Blöcken die Notenblöcke unterschiedliche Sounds machen? Sand und Glas zum Beispiel. Ich glaube, auf einem Crafting Table macht es einen spezifischen Sound. Gras und Erde müssten sich, glaube ich, auch unterscheiden. Und Cobblestone, glaube ich, beziehungsweise Cleanstone, weiß ich nicht. Sicherheit wird bei mir ganz klein geschrieben. Ich probiere mal ein paar Sachen aus. Ich habe das für das Crafting Table generell Holz sein wird, wenn denn. Aber
Aber Glas und Sand sowieso. Das kann ich dir garantieren. Ich hab mal Wolle mitgenommen. Muss gucken. Glas ja, Wolle auch. Wolle auch. Das ist eine starke Überlegung, mein Freund. Alter, ich hab Frühstück. Okay, wir haben 4 verschiedene Soundsets. Achso, halt. Einer mit Stein unter, einer mit Holz unter, einer mit Wolle unter und einer mit Luft unter. Und das will ich im Crafting Table setzen. Hast du 2 Stück Holz? Ich habe genau 1 Stück Holz. Fuck. Warum, was willst du machen? Eine Hau. Du hau du. Moment. Irgendwo sollte eigentlich noch ein rumliegen. Also ich glaube ja, eine Farm Barrels. Ah, was hast du gezogen? Ja, keine Ahnung, ich habe jetzt noch eins gemacht, indem ich mich kurz bei Walter an die Wand gegraben habe. Okay, das geht auch. By the way, Jan. Ja. Ich werde dir jetzt zugucken, wie du das fixst und dann werde ich dir über etwas sehr Wichtiges mitteilen. 22 Minuten. 22 Minuten. Dann kann ich dir gerne noch, kann ich das noch für 2-3 Minuten davon erzählen, wie dieser Charakter denn heißt, den wahrscheinlich wieder Christian Whitehead zurückgebracht hat. Ja, erzähl mir davon. Entweder Fang oder ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird. Und dann, ich weiß nicht, was mit was kombiniert wurde, aber einer von beiden war Sniper und der andere Weasel. Also ich glaube Fang the Sniper oder Nack the Weasel. Okay. Oder irgendwie so. Was irgendwie, der Namensunterschied kam auf jeden Fall irgendwie durch Amerikaner, die gemerkt haben, oh hey, Nack, Knuckles, sollten wir vielleicht nicht so ähnlich benennen. Macht Sinn. Vor allem, weil Knuckles auch im selben Spiel vertreten ist. Übrigens, Sonic Triple Trouble. Nur so als Info. Gibt's auch einen 16-Bit Port? Remake? Oder generell ein Remake dazu aus jüngerer Zeit. Ist recht frisch fertig geworden. Will ich auch noch spielen. Nicht auf YouTube. Vielleicht auf YouTube. Weiß ich noch nicht. Hast du irgendwas zu sagen, Pavol? Ja, ich überlasse die gerade Redezeit, damit ich ein Eis essen kann. Ah! Na dann, erzähl uns was über dein Eis. Tiramisu-Eis. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kann auch nur sagen, dass ich das Wort Tiramisu, glaube ich, aus Vampire Survivors kenne. Tiragisu, ja. Ja, aber wie gesagt, ich weiß absolut nicht, was das ist. Das sollst du mir nicht erklären, das sollen mir die Zuschauer in den Kommentaren erklären. Perfekt, ich erkläre, das ist ein italienisches Dessert. Ah, natürlich italienisch. Und da sind Biskuitkekse. Und dann Biskuit. Ist da... Biskuit, ja. Ich dachte, das heißt Biskuit. Und ich dachte, du wolltest, dass ich sie erkläre. Nein, wollte ich nicht. Ich wollte, dass die Zuschauer es mir erklären, damit ich Kommentare fragen kann. Darauf esse ich erstmal eine giftige Kartoffel. Anyway. Ja. Ja, ich werde dann ganz unten so eine Kekse. Dann ist da so eine nette, süße Creme. Die ist weiß und... Das ist und, ja... Und dann kommt da Kaffeepulver oben rauf. Und wichtig, die Kekse. Die werden in hochprozentigem Alkohol namens Amaretto, ich weiß nicht, ob es wirklich hochprozentig ist,
Ich glaube schon, eingelegt. Ja. Und ja. Bevor ich jetzt meine Abmoderation runterrate, gucke ich erstmal wegen, wie hochprozentig Amaretto ist. Glaub, ja, das zählt als hochprozentig, so wie es aussieht. Okay. Ja. Ich wollte noch Bescheid sagen, dass ich die Woche höchstwahrscheinlich auf dem Server ein bisschen rumstampfen. Stampfen? Stampfen werde und Karotten suche. Okay. Mit Suche meine ich Zombies schlachten. Bis dann an der Möhre rauskommt. Aber ja, ja, das werde ich, ja, glaube ich, erlauben. Wenn nicht, dann hättest du ein Problem. Ich bann dich von deinem eigenen Server, Bitch. Ich bann dich von deinem Revier. Fick dich. Nein, fick du dich. Ich will hier unter der Brücke ein Secret haben. Weißt du absolut nicht, was man da machen könnte. Gar nichts, weil direkt dahinter unser Kistenlager anfängt. Ich weiß. Wobei, hier könnte man theoretisch was da reinhämmern. Das ist direkt unter der Farm. Und ja. Ja, das ist unter der Farm. Ja. Plötzlich, ne? Schwimmst du da jetzt rein? Hä? Moment, ich bin ein Fisch. Blub, blub. Blub, blub. Platzieren wir die Dirtblöcke wieder dahin. Das ist wichtig, damit es wieder nachwachsen kann, sag ich. Aber, das ist, alle schon. Ding ist, wir müssen nicht mal, ist übrigens kein Gras, falls du das damit meinst. Nein, damit das Wasser wieder richtig nachflauen kann. Damit, so das, so. Damit sich das als Quelle identifiziert und nicht eine endlose so, Quelle ist. So oder so hast du schon mal von Leitern gehört. Ja, aber. Brauche ich eigentlich jetzt einen Slab her? Das war mit Slabs gemacht, das hier oben der Block. Ich hab, du hast eine wieder hin platziert. Nein, ich hab einen Slab hier und den hatte ich und von. Hier oben hast du nur eine wieder hin platziert. Okay. Moment. Was von oben scheiße aussieht, weil erst ein Slab fehlt. Ja, das sah nicht so aus, als wäre da, gehört da dahin. Ja. Weil andererseits könnte man auch hier irgendwie Schilder anbringen oder so als kleines Secret oder so. Wahrscheinlich sind dann eher hier, weil da vorne wird man das ja von der Farm aus sehen. Ja, korrekt, das würde man. Hier wird man das zwar von da oben sehen, aber wer guckt da oben schon so spezifisch da unten hin? Weißt du? Das war gerade gefühlt ein 5-Minuten Monolog darüber, dass hey, ich will Secret bauen. Ja, wir bauen da noch irgendwie ein Secret. Wir kriegen das schon irgendwie hin. So oder so. Liken, kommentieren, abonnieren, Glocke wibbeln. Verwoll am Bart streicheln. Was? Ich meine tatsächlich dein Ingame-Bart, mir ist immer aufgefallen. Ach stimmt, ja, Verwoll ist der eine Typ, der ständig irgend so einen komischen Mini-Bart im Gesicht hat. 3-Tage-Bart. Ja, quasi. Mhm. Naja. Ich hab Ciao gesagt. Oh ja, bye.